Hallo zusammen, da bin ich wieder, weil es ist schon Montag, der 8. Dezember und wie einige von euch vielleicht wissen, ist Verlosungszeit. Ja, für meinen zweiten Teil lass dich überraschen. Heute kann man ja gewinnen, zwei individuelle Päckchen von mir zusammengestellt aus meiner eigenen Duftsammlung, vor allem ja, von den Düften, die ich sehr gerne habe oder ja, lieber habe und selber verdüftle. Es freut mich, dass einige mitgemacht haben, dass es doch auch einige Foodie-Fans da draußen hat oder auch ein bisschen Fruchtige. Ja, und die heute nichts gewinnen, vielleicht auch zum zweiten Mal nicht gewinnen, ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Aber eben als Trost, es wird garantiert noch ein dritter Teil geben und auch dort habt ihr wieder die Chance zum Gewinnen. Es wird sicher was anderes zum Gewinnen geben. Aber ich habe mich noch nicht definitiv festgelegt. Vielleicht gibt es dann auch doch noch mal so ein Päckchen wie heute. Mal schauen. Ja, aber ich will die, die mitgemacht haben, nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe entschieden, ich mache es gleich wie in der ersten Verlosung. Ich tue aus meinem Töpfchen ziehen. Ob es wie im dritten Teil gleich sein wird oder ob ich dann dort wirklich selber den entscheide, wer gewinnt, da mal schauen. Aber heute machen wir es noch mal so. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Und ich ziehe die erste Gewinnerin. Und das ist Pamela N. Herzliche Gratulation, ich hoffe, du freust dich. So, und das zweite Päckchen geht an. Joe Meran, auch dir herzliche Gratulation und hoffe, du freust dich. Ja, und ich hoffe, dass die, die da mal mitgemacht haben und wieder nicht gewinnen, eben wirklich auch im dritten Teil nochmal mitmachen. Und ja, ich werde sicher den zwei, die heute gewonnen haben, Bescheid geben, wenn ich das Päckchen losschicke. Es wird wahrscheinlich noch ein paar Tage gehen. Ich muss ja noch zusammenstellen. Und ja, dann kommt dann irgendwann dann mal der dritte Teil. Allerdings ja, wird das noch auch einige Tage gehen. Also es wird vorher bestimmt noch mindestens ein Haul-Video folgen. Oder auch zwei oder drei. Mal schauen, also ich kann wirklich jetzt wieder einige Sachen zum euch zeigen. Und hoffe natürlich, dass ihr dann auch dabei seid. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend und bis bald. Tschüss zusammen!